eigentlich die einzige große Liebe in meinem Leben, die auch von Anfang bis jetzt geblieben ist an der Stelle. Thema, das ist nämlich eine Übung, die kann man sowohl für die Brust als auch für den Latissimus machen. Werde ich jetzt hier reinposten, könnt ihr euch schon mal geben, so ein bisschen, ein paar Sekunden die Hook. This is my life. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Yeah. Wir sind wach heute nah. Zu zweit aus dem Club und ich. 3, 2, 1, go! Yo, was geht ab, meine Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch im Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Motherfucking YouTube Channel. Und ihr seht schon, ich bin brutal verschwitzt. Und zwar bin ich gerade im Gym. Und ich habe gedacht, ich starte jetzt mal mit einem neuen Videoblog. Und versuche jetzt mal hier jemanden zu nerven, der ein, zwei Übungen filmt. Ich mache ein kleines Voiceover dazu. Viele Leute haben reingeschrieben, dass ihr mal wieder Trainingscontent sehen wollt. Ich gebe euch jetzt ein bisschen Trainingscontent. Aber dann will ich auch die Däumchen sehen, die Kommentärchen sehen und sehen, dass ihr das Ding durchsuchtet. Ja? Dann können wir auch in Zukunft öfters mal wieder ein bisschen Fitness-Content auf Nacken machen. Weil es ist immer noch eigentlich die einzige große Liebe in meinem Leben, die auch von Anfang bis jetzt geblieben ist an der Stelle. Deswegen, ich gebe euch ein bisschen was mit. Ich trainiere jetzt weiter. Oberkörpertraining, Klimmzüge haben wir schon hinter uns. Jetzt sind wir gerade auf der Schrägbank hier. Oberkörpertraining Numero Duo this week. Yes, let's go. Lord Life. Machine. There you go. Oh shit. Oh shit, man. Voice-over in, meine lieben Freunde. Ich hab's ja angekündigt und werde jetzt nochmal einfach ein, zwei, drei Dinge zu der Übung erklären. Also ihr seht schon, ich habe Handgelenkbandagen an, weil es wichtig ist bei der Übung, die Handgelenke immer schön in Verlängerung zum Unterarm zu haben. Ja? Lasst die Handgelenke gerade durchgedrückt, konzentriert euch darauf. Ich muss da auch noch mehr drauf achten, sehe ich hier gerade in der Aufnahme. Des Weiteren würde ich euch empfehlen, die Stange nicht ganz mit der Stange nicht ganz den Körper zu berühren, sondern kurz vorher Stopp zu machen und dann wieder hochzudrücken. Weil wenn ihr ganz runter geht, habt ihr eine leichte Überdehnung in der Schulter und da kann was passieren und das möchte ich nicht für euch. Ich habe selber schon mal die Bizepssehne angerissen oben an der Schulter und das war schlimmste Zeit fitnessmäßig in meinem Leben, deswegen achtet darauf. Die Ellenbogen sind nicht ganz im 45-Grad-Winkel zum Körper wie beim Flachbankdrücken, sondern sind ungefähr in einem 60 bis 65-Grad-Winkel. Schön eigentlich die Ellenbogen draußen, damit die Chest arbeitet, deswegen auch nicht ganz so viel Gewicht, weil die Belastung natürlich auch auf der Schulter ist. Ansonsten auf die Atmung achten, Füße stabil auf dem Boden und ich glaube, jetzt gibt es noch eine kleine Ansage, Wishu. Kurzer Hinweis an der Stelle, ihr habt ihr gesehen, jetzt gerade 10 Wiederholungen, Bench Press, Schrägbank und zwar habe ich zwei verschiedene Oberkörpertrainings. Einmal geht es relativ schwer rein, mit hohem Gewicht, weniger Wiederholung, gerade bei den ersten zwei Übungen. Und an Tag 2, also der zweite Tag in derselben Woche, da trainiere ich mit ein bisschen weniger Gewicht und dafür mehr Wiederholung, um den Muskel schön zu spüren. Yeah, aber ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich eventuell von einem Zweier-Split mal wieder in einen Dreier-Split rein switche und dann Push-Pull-Beine wieder mache, weil ich gerade echt sagen muss, ich bin brutal motiviert, fitnessmäßig wieder Gas zu geben und wieder eine brutale Form reinzukriegen. Schreibt mal rein, wenn ihr auch Bock drauf hättet, wenn der Love wieder fitnessmäßig Vollgas gibt. Ihr Freunde, jetzt sind wir hier bei der nächsten Übung und zwar aufrechtes Rudern im Sitzen am Kabel. Welche Dinge sind hier zu beachten? Ich mache es auf jeden Fall so, dass ich den Daumen beim Griff rausnehme, der sogenannte Klammergriff, und versuche mich dann darauf zu konzentrieren, mit dem Ellenbogen zu ziehen und nicht mit den Armen, weil ich möchte hier nicht Bizeps trainieren, ich möchte Rücken trainieren. Ganz, ganz, ganz wichtige Nummer, weil wir sehen den Rücken nicht, versucht mit dem Kopf in den Rücken reinzugehen. Ist ein bisschen weird, aber es ist so. Ihr müsst versuchen, den Rücken zu spüren, ihr könnt ihn nicht sehen. Was noch zu beachten ist, geht mit dem Körper nicht zu weit nach hinten und holt auch nicht zu viel Schwung. Und ansonsten einfach spüren den Shit. Augen zu und rein da, Kollegen. Ja? Schön spüren.
Oh, now for 6 months, bro. I'm doing a vlog from London, right? And you film the next set for me? Yeah, can you go film? Ahead, go ahead. Alright, nächste Übung, Überzüge, die habe ich selbst vor dem Training das letzte Mal gemacht, ist glaube ich 2 oder 3 Jahre her und ich muss sagen, ich habe danach 3 Tage Muskelkater gehabt in der Brust, aber auch im Latissimus, da sind wir auch schon beim Thema, das ist nämlich eine Übung, die kann man sowohl für die Brust als auch für den Latissimus machen, selbst wenn du sie für die Brust machst, ist es immer so, dass du ein bisschen Latissimus mit drin hast, ich finde es eine richtig geile Übung hinten raus zum Ausbrennen. Ich habe euch jetzt nur 2 Übungen gezeigt, eine Brust- und eine Rückenübung. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wenn ihr mal ein komplettes Training sehen wollt. Ja, bei der Übung gibt es eigentlich gar nicht so viel zu beachten, sondern die Brust rausdrücken und versuchen, den Fokus auf dem Muskel zu haben, den ihr gerade trainieren wollt. Und danach gibt es noch ein bisschen hintere Schulter für mich hinterher mit Kurzhanteln vorgebeugt. Das ist so ein Supersatz, den ich gerne nach dem Oberkörpertraining mache. Ellenbogen schön raus und versuchen, die hintere Schulter zu spüren. That's it! Yes, Freunde. Workout ist done. Immer noch ein bisschen gray draußen. Opa. Aber es geht. Und der Brother muss natürlich Gains machen. Deswegen, ich kann nicht warten, bis ich zu Hause bin. Ich habe mir meine Pasta vorbereitet. Zack, zack. Jetzt wird sich hier hingesetzt. Erstmal Gains gemaked. Danach gibt es einen fetten Smoothie. Mit Bananen, Strawberries, Protein Shake. Und was haben wir noch drin? Kreatin. Yes. Ich will Gains machen, Leute. Ich will wieder richtig breit werden. Deswegen muss jetzt reingehauen werden. Freunde, ich weiß noch nicht, was ich noch in den Vlog mit reinpacke. Vielleicht ein kleines Q&A oder so. Vielleicht auch nur die 2, 3 Übungen. Wenn ja, dann war es das an der Stelle gewesen mit dem Video. Ich küsse euer Herz. Be unique, dabei ist alles. Ich gehe jetzt einkaufen gleich. Dann gehe ich nach Hause. Duschen. Nochmal essen. Und dann ein bisschen Videos schneiden. Musik machen, dies, das. Wir sehen uns, Freunde, im nächsten Video. Bleibt so, wie ihr seid. Lasst euch nicht unterkriegen. Be unique. Bis dann. Peace. Yes, Freunde, das war's gewesen mit dem Video. Kurzer Hinweis noch von mir an der Stelle. Und zwar kommt am Donnerstag um 23.59 Uhr die neue Single Video raus. Und ich werde jetzt den Trailer, der eigentlich gepostet wird, wenn der Song draußen ist, für Streaming, werde ich jetzt hier reinposten. Könnt ihr euch schon mal geben, so ein bisschen, ein paar Sekunden die Hook. Und ja, ich bin natürlich dankbar für jeden einzelnen Support. Markiert mich in den Stories, pumpt den Song auf Spotify, auf YouTube. Schreibt einen Kommentar, lasst ein Like da. Ich küsse euer Herz. Be unique, Freunde. Dabei ist ja alles. Und Hashtag Fitness in die Kommentare, wenn ich mehr Fitnessvideos machen soll, ja? Wir sehen uns. Peace. Sie tanzt in mein Video. Shake Body Girl aus Rio. Sie weiß, ich will keine Beziehung. Aber sie fühlt meine Vision. Baby Girl, komm rein for me. Du bist viel zu nice zu mir. Warum gibst du